So, jetzt geht's weiter hier mit Robot 3. Wir sind beim letzten Mal ziemlich viel kreuz und quer durch die Insel gelaufen. Und ich glaube, das wird diesmal auch noch so weitergehen. Also vor allem mit dem Kreuz und quer. Zunächst mal, irgendwas hatte ich doch, genau. Wenn ich mir die Schuhe mal anschaue, die braunen Wanderschuhe, sie sind für das Durchdringen des dichten Urwaldes unabdingbar. Huch, nee, was wollte ich damit anschauen? Benutzen? Ja, benutzen. Beim Ausleeren des Sandes aus deinen Schuhen fällt eine Pfeife heraus. Wozu die wohl gut ist? 1000 Punkte. Wir haben also eine Pfeife gefunden. Ja, hier dieses Zaumzeug haben wir, ne? Ich weiß auch schon, wofür sie gut ist. Das habe ich auch schon rausgefunden. Werde ich bei Gelegenheit dann vielleicht demonstrieren. Ich frage mich gerade, wie wir an diese Notiz daran kommen. Weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe einen Plan. Und zwar schwimmen wir hier runter. Und ihr erinnert euch vielleicht, dass wir beim letzten Mal das Orakel auf dem Bildschirm, der hier rechts daneben ist, hatten wir schon gelegt. Und jetzt, das sollte nicht passieren. Okay, jetzt ist die Schlange tot. Ich bin damit einverstanden. Und jetzt können wir hier dieses Orakel befragen. Von oben möchte ich es nicht befragen. Von links, ich habe mir gedacht, so ein Mist, wir haben viele Orakel gar nicht von links befragt. Dabei wäre das eigentlich auch hilfreich. Das heißt, was ich jetzt hier machen werde, ich werde das von links befragen. Das Orakel gibt dir folgenden Hinweis. Wer sich den Gewalten des Meeres ausgesetzt hat, wird nur dann wieder freikommen, wenn er den hellblauen Schlüssel, das ist Nummer 12, besitzt. Ah, das heißt, man kam ja aus diesem Ozeanstrudel nie mehr raus. Sonst. Oh, das Orakel ist noch da. Cool. Kann das. Von links kann man es immer wieder. Okay, dann sollten wir das immer so machen. Und danach von unten oder rechts. Und ich sage jetzt einfach mal, ich hatte es schon von unten befragt. Das habe ich schon mal ausprobiert. Da werden wir an den Ort teleportiert, den wir schon kennen. Das heißt, der brachte uns nicht weiter. Das heißt, ich nehme es mal von rechts. Und was ist das Schönes hier? Dieser Sextant hilft dir bei der Orientierung. Wenn du ihn bei dir trägst, wird dir in der oberen Zeile eine Art Koordinate angezeigt. Aha. Das ist endlich der Sextant, den wir haben wollten. Und ich glaube, dann laufen wir gleich erstmal hier alle Koordinaten ab. Wo waren die immer? Irgendwo waren hier doch immer. Hier zum Beispiel 23, 24. Ja, da hatten wir doch mehrere. Na, okay, das können wir dann gleich mal machen. Erstmal überlege ich, was wir ablegen. Das legen wir ab. Oder wir essen. Ist auch gut, wenn man isst, dann muss man weniger mit sich rumtragen. Jetzt hast du aber Glück gehabt. Wer einen solchen Sextanten besitzt, kann recht genau die Koordinaten seiner gegenwärtigen Position bestimmen. Manchmal finden sich nämlich Hinweise auf vergrabene Gegenstände mit Angabe der Koordinaten. Perfekt, 10.000 Punkte. Und, ach so, werden jetzt angezeigt? Da. 23, 24. Das ist doch die Hammerkoordinate, oder was? Okay, hier können wir nicht durch. Okay, muss ich mal. Hier beginnt 22.
Eins, zwei, drei, vier. Okay, es sind... einundzwanzig, zwanzig, okay, es scheinen immer vier zu sein in, zumindest in Ost-West-Richtung. Und wie ist es in Nord-Süd-Richtung? Hier ist der Übergang. Ja, wenn wir jetzt mal, nee, das können wir hier jetzt gerade nicht austesten. Hier können wir das vielleicht machen, ne? Wenn wir zum Beispiel hier stehen. Hier ist der Übergang zur 25. Das ist der erste, zweite, dritte, vierte. Eins, zwei, drei, vier. Ups, Mann. Eins, zwei, drei, vier. Ja doch, das scheint immer vier Felder zu sein. Und vier mal vier, das ist jetzt nicht so viel. So, jetzt können wir endlich mal hier... Wo war der Hammer? Sextantkoordinate 23, 24. Da sind wir, das heißt, wir graben hier mal um. 23, 24 fängt hier an. Da ist er! Wow! Jetzt hast du also auch den Hammer gefunden. Mit Hammer, Axt und Wanderschuhen stehen dir nun viele Wege offen. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass es gleich so gut losgeht hier. Haben wir noch Platz für Speicheruhren? Können wir auch noch mitnehmen, ne? Leider Schlüssel 8 nicht. Aber ja, Hammer, Axt und Wanderschuhen. Ah ja, genau, Hammer. Ich will jetzt mal wissen, ob wir damit wirklich Brücken bauen können, so wie ich das verstanden habe. Oh, warum ist hier das... Das Orakel ist wieder da? Kommen wir da gerade hin? Da will ich doch gerade mal hin. Scheint das nach einer Zeit wieder, oder haben wir das... Ja doch, die Steine sind doch rot. Okay. Das Orakel gibt den Hinweis, wer verbotenen Wegen wandelt, dem wird Schlimmes widerfahren. Okay, vielleicht bleibt das Orakel bei... Wenn man von links betritt, dann kommt ein Spruch und von unten kommt der Teleport. Vielleicht bleibt es bei den beiden erhalten... Wenn man es aber von rechts betritt, wird es zu einem Item. Das haben wir hier noch nicht gemacht. Ich weiß auch nicht mehr... Ach doch, der Teleport hier, der ging nur auf, weiß nicht, zwei Karten weiter oder so. Was für ein Item kriegen wir denn hier? Okay, Säureflasche. Gut, davon haben wir immer so wenig. Ja. Hatte ich das hier überhaupt erzählt, dass ich hier einen Weg zur Treppe gefunden hatte? Und zwar kann man ja mit der Leiter davon... Ich weiß nicht, ob ich das im Let's Play gemacht habe oder... Ja, das habe ich wahrscheinlich nicht im Let's Play gemacht. Dass man hier die Treppe runtergehen kann, indem man einfach da über die Leiter springt, von innen. Also eine Leiter mitnehmen und dann von innen... nach außen rüber. Problem war, es war dunkel. Und wir haben immer noch keine Lampe. Doch, beziehungsweise wir haben eine Lampe ohne Streichhölzer. So war es, glaube ich. Moment, wo ist die Lampe? Die Lampe ist nicht da. Oder habe ich die liegen lassen? Das kann natürlich auch sein. Ja, schlagen wir uns nochmal neu durch. Ach, ich will mal kurz hier gucken. Nee.
ist auch nichts weiter Wichtiges. Na komm schon. Und ich erinnere mich auch an eine weitere Sache, die ich ausprobiert habe. Ach, hier geht's nicht weiter. Hier zum Beispiel könnten wir auch jetzt mal eine Brücke bauen. Da ist doch schon ein Anfang gemacht für uns. Kommt man hier irgendwie durch? Ah, hier kommt man, glaube ich, durch. Ja. Genau. Okay, muss ich jetzt einfach nur den Hammer benutzen? Und Tiefen verhindern in dieser Richtung das Legen eines Brückenteils. Was? Ah, hier geht's. Ah, du hast gelernt, Brücken zu bauen. Na, das ist doch ein Sonderbonus wert. Ah, okay. In dieser Richtung. Was? In allen drei Richtungen. Geht's von hier? Sieht gut aus. Okay. Hier geht's. Alles klar. Jetzt wissen wir, wie man Brücken baut. Und ich habe jetzt nicht mitgezählt, man braucht so 5 oder so für einen Teil. Also das ist, wir haben ja, an Bauholz wird es uns niemals mangeln, glaube ich. Oh, und jetzt können wir mehr? Jetzt habe ich 90, sonst kommen wir immer nur 80. Kann ich mal hier... Was ist eigentlich da unten? Ich habe schon wieder vergessen. Axt. Zack. Ach, so. Ach, das ist hier. Nee. Wir gehen mal weiter nach... Ich will nach Südosten. Also unten rechts. Denn da habe ich auch eine Sache noch gefunden. Nämlich ein Bildschirm, der für uns erreichbar ist. Wie kamen wir denn hier durch? Kann man nur da oben weiter? Naja, wir sind doch irgendwie da unten gekommen. Ich weiß nur nicht mehr wie. Hier. Ach doch, ja, so, okay. Ah, und da ging es nicht durch. Hier, das ist gefährlich. Wie sind wir denn da oben? Ah, wir sind doch über Norden. Ja, ich bin ein bisschen orientierungslos gerade. Ich glaube, das ist auch gewollt bei diesem Spiel. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Also wenn die Wege nicht offensichtlich sind, die man gehen muss. Also ich will jetzt einfach wieder da unten das am weitesten südöstliche, was wir bisher besucht haben. Da will ich wieder hin. Ich glaube, jetzt bin ich auf einem guten Weg. Genau, dann ging es hier lang. Hier, und jetzt komme ich auf dem...
Kann man über Dingensbrücken bauen? Über Szenengrenzen hinweg? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht geht. Von daher gehe ich mal eine Map runter und dann kann man von hier dahin. Ja, kann man jetzt den Hammer benutzen? Nein, Untiefen. Hier? Ah, keine Untiefen. Doch Untiefen. So ein Mist. Können wir einfach schwimmen? Nehmen wir... Ah ja, mit Schräglaufen hat's geklappt. Das wäre endlich bei der Schleuder. Müssen dafür natürlich Munition ablegen. Endlich die Schleuder. Und so, Flaschen benutze ich immer gerne. Also hier ist es echt so, in diesem Teil, es ist nicht so, dass man Mangel an irgendwas hat. Man ist eher froh, wenn man einen Grund hat, irgendwas zu benutzen. Also wann immer ich eine brüchige Mauer sehe, benutze ich eine Säureflasche. Einfach damit unser Inventar mal wieder ein bisschen leerer wird. Duplikator. Hätte ich gerne. Ich habe mir auch gedacht, wir haben viel zu viel Duplikatoren benutzt. Ich habe ja bei jedem Orakel immer Duplikatoren benutzt, um meine Tangram-Teile zu behalten, aber ich glaube, das ist ab jetzt nicht mehr notwendig. Wir lassen das einfach mal ab jetzt. Jetzt muss ich mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau, wir hatten 1 bis 7 schon. Die 14. Das heißt, wir kommen hier durch und die Nummer 4 dort brauchen wir nicht. Mit Schwimmen einfach, ja, ne? Dann hier. Kommen wir eigentlich ganz durch, ganz raus irgendwie. Ich hoffe mal. Oh, und da unten stimmt. Da braucht man Schlüssel 5, um diese Flasche zu bekommen. War es eine Flasche? Ein Glasfläschchen für Heilwasser. Leider können wir dir an dieser Stelle nicht verraten, wie du es mit Wasser füllst. Ja. Machen wir mal so. Hier. Ah, hier geht's dann eher oben lang. So. Okay, ja, hier sind wir schon wieder ganz gut. Ich würde aber ganz gerne noch das Glasfläschchen haben. Kommen wir nicht irgendwie durch? Ich glaube, hier ist zu. Könnten auch hier lang. Was gibt's hier? Tempel Aoa. Waren wir hier überhaupt schon? Boah, ich musste gerade mal hier. Hä, an den kann ich mich gerade gar nicht erinnern. Oder? Moment. Ich weiß gerade gar nicht. Den haben wir nicht so wirklich. Ach, wir haben jetzt eine Schleuder, ne?
Juhu. Ich kann mich nicht wirklich an diesen Tempel erinnern. Aber da gibt es ein Orakel. Der einzige Weg rein scheint aber durch diese Tür zu sein. Oder mit einer Leiter. Man kann Leitern zwar nicht im Sand abstellen, aber da oben ist eine Stelle, wo es gehen würde. Naja, egal, lassen wir das erstmal. Ja, eigentlich wollte ich ja hier wieder. Kämen wir mal da noch hin? Ach, das versuche ich mal. Ich versuche mal hier rechts lang zu schwimmen. Genau so. Ah, nee, hier nicht. Kommt man hier durch? Okay, reden wir mal. Zu Is und zu El. Sie Miss Lila Star. Nee. Lassen wir mal.